Hallo, wir von Bessel hoffen, dass Sie die Predigt mächtig segnet. Lassen Sie es uns wissen. Auf dem Food Channel läuft eine Sendung, von der ich heute Morgen herausgefunden habe, dass sie einen Namen hat. Sie heißt Chopped. In dieser Sendung werden wahllos Zutaten zusammengewürfelt. Wahllos. Und die Köche, die miteinander konkurrieren, wissen nicht, welche Zutaten da sein werden. Und dann lüften sie den Schleier und da sind all diese Zutaten. Sie haben scharfen Senf und Sardinen und Blumenkohl und all diese Dinge, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Und sie stellen sie zusammen und sagen, das ist eure Herausforderung. Und diese Leute sind Meister im Kochen. Sie nehmen diese wahllosen Zutaten und zaubern daraus ein exotisches, leckeres Gericht. Und in Römer 8 steht, kauft Kochbücher, wenn ihr fastet. In Römer 8 steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. All die Zutaten, die sie nie eingekauft hätten, all die Zutaten ihres Lebens, für die sie sich nie gemeldet haben, all die Dinge, die sie bedauern, und auch die guten Dinge, ihr Ja, ihr Glaube, die Durchbrüche, aber dann gibt es noch all die anderen Dinge. Der Meisterkoch ist in der Lage, aus diesem Sammelsurium von Zutaten ein Meisterwerk zu schaffen. Und das ist sein Bund mit ihnen. Das ist sein Bund mit mir. Weil das wahr ist, gilt, je größer die Realität, lassen Sie es mich anders ausdrücken. Je größer das Bewusstsein für diese Wahrheit, für diese Realität, desto größer unsere Neigung, in allem dankbar zu sein. Ignoranz in diesem einen Bereich der Souveränität Gottes bringt uns dazu, uns selbst mehr zu vertrauen als ihm. Das Fehlen von Dankbarkeit bedeutet, sein Vertrauen in sich selbst zu setzen. Das Fehlen von Dankbarkeit bedeutet, sein Vertrauen in sich selbst zu setzen. Dankbarkeit ist eine der stärksten Waffen, die Gott uns in unser Arsenal gegeben hat. Und ich möchte Sie durch eine Reihe von Versen führen, um Ihnen einige Konzepte zu zeigen, warum Gott darauf hinarbeitet, uns zu einem dankbaren Volk zu machen. Ich denke, dass vermutlich fast jeder in diesem Raum und online sagen würde, ich bin ein dankbarer Mensch. Unser Problem ist, dass wir ein dankbares Herz für all diese Dinge kultivieren. Wir erkennen an, dass Gott alles in seiner Hand hat. Er ist es, der für den Job gesorgt hat. Er hat mir dieses Kind gegeben, was auch immer es sein mag. Wir haben unsere Liste von Dingen. Aber wir haben fast alle etwas auf dieser Seite, wofür wir nicht dankbar sind. Und wir rechtfertigen es, weil es das Werk des Feindes ist. Etwas Schlimmes ist in meinem Leben passiert, etc. Wir haben eine spezielle Kategorie für Dinge und hoffen, dass Gott uns rechtfertigt, ohne zu realisieren, dass er sagt in allem Dank. Er hat nicht gesagt, sagt in fast allem Dank. Er hat auch nicht gesagt, gebt einfach euer Bestes. Ich drücke euch die Daumen, gebt einfach euer Bestes. Das hat er nicht gesagt. Er sagte, sagt in allem Dank. Hier ist also dieses eklatante Problem, dieser Konflikt, diese Enttäuschung, was auch immer es sein mag. Das ist hier. Und ich kultiviere Dankbarkeit hier. Aber ich bin nicht bereit, mich mit dem auseinanderzusetzen, was mich quält. Was ist das Problem? Jeder Bereich meines Lebens, in dem ich nicht in der Lage oder nicht bereit bin, zu danken, wird ein Maß, ein Einfluss und Kontrolle über mein Leben haben. Und nicht zum Guten. Es wird eine Stimme haben, wo es keine Stimme haben sollte. Gott, warum quält mich das andauernd? Weil sie es nicht in der Dankbarkeit begraben haben. Warum ist diese Sache ständig da? Sie geht einfach nicht weg. Weil sie sich entschieden haben, in dieser einen Sache kein Vertrauen auszudrücken. Wir beten für das Problem, aber wir danken oft nicht für die Wirkung, die es auf das Rezept hat. Ich glaube, wenn wir Römer 8, 28 klarer sehen könnten, wären wir viel schneller bereit zu danken.
auch wenn wir in einer Steuerprüfung stecken, ein schlechtes ärztliches Gutachten erhalten, unseren Arbeitsplatz verlieren oder was auch immer es sein mag, die Dinge, die sich in unser aller Leben abspielen. Er trägt uns niemals auf, dankbar für Böses zu sein. Wir sind dankbar, dass wir einen souveränen Gott haben, der in der Lage ist, das, was der Feind an Bösem gegen uns vorhat, zum Guten zu wenden. Und es ist der Ausdruck der Dankbarkeit, der das, was kontaminiert ist, in die Gnade Gottes taucht, sodass Gott es jetzt zum Guten wendet. Im Psalm 100 heißt es, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Bei Danksagung geht es um die Gegenwart. Zieht ein in seine Tore. Der Bestimmungsort ist der Thronsaal Gottes. Ich ziehe in seine Tore ein mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Danksagung ist die spezifische Reaktion auf die Taten Gottes, auf die Werke Gottes. Lobpreis ist unsere Reaktion auf sein Wesen, seinen Charakter. Dankbarkeit soll uns immer in zunehmende Offenbarung seines Wesens führen. Mose sagte, lass mich deine Wege wissen, damit ich dich erkenne. Die Offenbarung seines Wesens ist eine Einladung zur Begegnung. Wenn Gott uns also sein Protokoll gibt, ist das keine Formel, die wir benutzen, um Gott zu manipulieren. Es ist die Art und Weise, wie er funktioniert. Es ist beinahe so, das ist es, was die Gegenwart des Herrlichen verlangt. Seine Gebote sind nicht restriktiv, sie sind keine Bestrafung, sie sind immer Einladungen zu leben. Jedes Gebot ist eine Einladung zu größeren Erfahrungen im Leben Christi. Also gibt er uns dieses Mandat, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Was ist das Ergebnis? In der Herrlichkeit. Dankbarkeit ist ein Ausdruck des Vertrauens, der dafür sorgt, dass wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind. Dankbarkeit ist ein Ausdruck des Vertrauens und sorgt dafür, dass wir uns seiner Gegenwart bewusst sind. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist die von Mose auf dem Berg, Angesicht zu Angesicht mit dem allmächtigen Gott. Und er kommt mit Instruktionen herab. Gott hat ihm gezeigt, was er bauen soll. Sie sollen die Stiftshütte bauen. Aber als er herunterkommt, sieht er, wie Israel Hure spielt. Sie befinden sich in der absolut groteskesten Sünde, die man sich vorstellen kann. Er läuft geradewegs hinein in das Geschehen. Er tut alles Mögliche, um die Ordnung wiederherzustellen, sie zur Buße zu bringen. Und dann baut er das, was Gott ihm gezeigt hat. Und die Schlüsselaussage für mich ist, dass Mose alles nach dem Plan machte, der ihm auf dem Berg gezeigt worden war. Ich glaube, es ist akkurat, wenn ich sage, dass die meisten Gläubigen eine Vision auf dem Berg empfangen und sie mitten in einem Problem aus den Augen verlieren. Und Mose hat es geschafft, das zu bauen, was er dort oben gesehen hat, als er hier unten ankam. Das ist die größte Herausforderung. Und was bewirkt Dankbarkeit? Dankbarkeit, der konkrete Akt der Danksagung, nicht nur eine dankbare Haltung, die ich auch für unerlässlich halte, verbindet uns mit unserer Geschichte in Gott und hilft, Erinnerungen zu heilen und so wiederherzustellen, wie sie angenommen werden sollten. Denn diese Erinnerungen sind es, die uns helfen, das Mandat des Herrn weiterhin auszuführen. Mose machte alles nach dem Plan, der ihm auf dem Berg gezeigt worden war. Es war die Erinnerung daran, die ihm geholfen hat, in seinen gefährlichsten Zeiten erfolgreich zu sein. Dankbarkeit ist das, was uns mit unserer Geschichte in Gott verbunden hält. Unsere Geschichte, es ist nicht nur meine, es ist unsere Geschichte in Gott.
Sehen Sie sich bitte Johannes 6 mit mir an. Wir haben ein paar Verse, die wir durchgehen werden. Johannes 6, das ist die Stelle, wo Jesus die 5000 speist. Vers 11, Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Vers 23, es kamen aber andere Boote aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Der Heilige Geist hat den Ort markiert. Wir haben hier also einen Ort, an dem Jesus Essen vermehrt. Tausende von Menschen essen, nachdem Jesus das Brot gebrochen und gedankt hat. Der Heilige Geist will, dass dieser Ort in Erinnerung bleibt. Wofür blieb er in Erinnerung? Das war da, wo Jesus das Brot genommen, gebrochen und gedenkt hatte. Was hatte er? Er hatte nicht genug. Und er dankte, während er in seinen Händen nicht genug hielt. Jesu Opfer war eine Antwort auf menschliche Not. Aber die täglichen Invasionen Gottes richten sich nicht nach menschlicher Not, sondern nach Glauben und Gehorsam. Und das Protokoll Gottes zu ignorieren, etwas in unserem Leben zu haben, wofür wir uns weigern zu danken, bedeutet, einen Teil unseres Lebens als einen Bereich zu markieren, in dem wir seine Gnade nicht brauchen. Jesus dankt inmitten von Mangel. In Vers 23 heißt es, oh, das ist der Ort, an dem er das Brot nahm und dankte. Er dankte für das, was nicht genug war. Erste Korinther 11 ist eine weitere gute Stelle. Das ist die Stelle, an der Paulus die Offenbarung über das letzte Abendmahl erhielt und wirklich die größte Wahrheit kommunizierte, die wir in der Schrift zu diesem Thema haben. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch. Was ist der Punkt? In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und dankte. In Johannes 6 hat Dankbarkeit eine Situation extremen Mangels in extremen Überfluss verwandelt, sodass das, was übrig blieb, mehr war als das, was sie am Anfang hatten. Und jetzt ergreift Jesus seinen Moment, den schwierigsten Moment. 3,5 Jahre lang hat er sich selbst in 12 Männer investiert. Und am Ende hatte einer davon eine bessere Idee. Und für persönliche Bereicherung verkauft er das Recht, den Zugang, den er zu Jesus hat. Und er verrät ihn. In der Nacht, da er verraten ward, Jesus ist sich völlig bewusst, wozu Satan Judas inspiriert hat. Er nimmt das Brot, er bricht es, und was tut er? Er dankt. Danksagung desinfiziert ihre Berührung mit den Angelegenheiten ihres Lebens. Es entgiftet uns von den Resten fleischlichen Einflusses, die Verunreinigung, was Gott tut. Und es ist Dankbarkeit, die uns an einem Ort hält, an dem alles in meinem Leben von Gott genutzt werden kann, weil ich mich gereinigt habe. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke.
Ich habe meine eigene Beteiligung an den Angelegenheiten meines Lebens durch Dankbarkeit so gereinigt, dass das alles jetzt in den Händen des Herrn liegt, um es zu benutzen, zu seiner Ehre und zu meinen Gunsten. Und es ist Dankbarkeit, die genau das Werkzeug umwandelt, das der Feind für Böses vorgesehen hat. Das vielleicht beste Beispiel dafür finden wir in 1. Timotheus 4. Bitte sehen Sie es sich mit mir an. Im Hinblick auf diese letzte Stelle über den Verrat, was Danksagung bewirkt, was spezifische, bewusste Ausdrücke von Danksagung bewirken, ist, dass sie mich von dem Einfluss des Geistes des Anstoßes und der Bitterkeit befreien. Ich persönlich glaube, dass die beiden größten Dilemmas für den Leib Christi, die uns von Reife abhalten, Unvergebenheit und Enttäuschung sind. Diese beiden Bereiche haben die lähmendsten Auswirkungen auf Herz und Verstand des Volkes Gottes. Diese zwei Dinge, Verbitterung, Bitterkeit und Enttäuschung. Und Dankbarkeit holt sich den Moment zurück. Und auch wenn Wasser den Rhein hinabgeflossen ist, auch wenn die Katastrophe passiert ist, auch wenn ich keinerlei Möglichkeit sehe, wie Gott daraus Ehre gewinnen könnte, ist das ein Teil des Rezepts. Und als Teil des Rezepts werde ich danken. Weil beim Danken, ich will nicht sagen, dass Gott es ohne meine Dankbarkeit nicht benutzen kann. Es ist nur so, dass ich irgendwie daran teilhaben kann, wenn ich mich hingebe und mein Vertrauen in ihn in diesen Herausforderungen und schwierigen Bereich anerkenne. Ich werde gleich zu 1. Timotheus 4 kommen. Aber ich erinnere mich, wie Benny und ich vor vielleicht 15 Jahren in dem Restaurant French Laundry gegessen haben. Lassen Sie uns gemeinsam für gutes Essen danken. Es war das erste Mal, dass wir dort waren. Wir waren mit Bob und Cindy Kilpatrick zusammen da. Und es gab 9 Gänge. Und sie brachten diese Schale mit 2 Dingen, die ich auf der Welt am wenigsten mag. Sie sollen niemals zwischen diese Lippen kommen. Ich mag keinen Kaviar und ich mag keine Austern. Nicht viele wissen das, aber meine Frau hat mich eines Tages ausgetrickst. Sie war in einem Kochkurs. Sie hatte einen Löffel mit etwas, das aussah wie Brombeermarmelade. Wenn Sie die Süße von Brombeermarmelade erwarten und einen Bissen Fischei erhalten, dann ist das nicht richtig. Es ist überhaupt nicht richtig. Der Geist der Täuschung lag über diesem gesamten Moment. In der Nähe war ein Waschbecken, ich wurde es los und die gleiche Vorliebe habe ich für Austern. Ich war also in der French Laundry und ich könnte sie zu dem Stuhl führen, auf dem ich gesessen habe. Und sie brachten diese Schale mit etwas, das sich Oysters and Pearls nennt. Chefkoch Thomas Keller ist für dieses Gericht weltberühmt. Oysters and Pearls, das sind Austern und Kaviar mit dieser Soße. Und ich sah mir das an. Austern? Ich mag euch nicht. Kaviar? Ich mag dich nicht. Und ich weiß nicht, was das für eine Soße ist. Aber ich sah zu Benny rüber und sagte, ich gebe zu viel Geld für dieses Essen aus, um es nicht wenigstens zu probieren. Ich nahm also einen Bissen von Oysters and Pearls. Die Engel fingen an zu singen. Die Himmel öffneten sich. Ich konnte die Stelle im Alten Testament sehen, wo Jonathans Augen strahlten, als er aß. Ich war in diesem Moment. Ich drehte mich zu Benny und sagte, Schatz, ich will eine riesige Schüssel von diesem Zeug. Das ist so gut. Dinge, die ich nicht mag, wurden zu meinem Leibgericht, als sie unter den Einfluss des Meisterkochs kamen. Und jeder von uns hat Austern und Kaviar in seinem Leben. Dinge, die wir nicht mögen. Aber der Meisterkoch ist am Werk.
Und mit Dankbarkeit geben wir uns buchstäblich im Vertrauen dem Prozess hin, bei dem Gott durch genau die Teile verherrlicht wird, die wir am meisten bedauern. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Hier ist also diese Warnung der letzten Tage vor der Macht der Täuschung. Und dann geht er ins Detail. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Was ist die Warnung? Die Warnung bezieht sich auf die Gefahren der Endzeit und wörtlich auf den Geist der Täuschung, der versucht, Menschen in einen Glaubenskollaps zu ziehen, in moralisches, geistiges Scheitern. Er warnt vor einigen der Dinge, die Menschen glauben werden, die sie von der Schlichtheit ihres Glaubens an Christus abbringen und abweichen lassen werden. Und er erwähnt Essen. Und irgendwie nimmt er dieses absolut natürliche Element des Essens und sagt, ich werde es in meinen eigenen Worten ausdrücken, um meinen Punkt zu illustrieren. Wenn ihr das, was der Feind euch durch die verführerischen Geister vorgesetzt hat, um euren Glauben zu brechen. Wenn ihr das mit Dankbarkeit empfangt, wird das, was als Werkzeug gegen euch eingesetzt werden sollte, nun zu einem Werkzeug für euch. Es ist beinahe, Gott ist souverän, er kann tun, was auch immer er will. Ich habe also nicht den Eindruck, dass wir ihn irgendwie einschränken oder begrenzen. Er ist ein souveräner Gott. Aber er hat ein Protokoll. Es sind sehr spezifische Prozesse, in denen er handeln will. Und sie werden immer herausfordernder, je älter sie in Christus werden. Sie haben eine Menge Spielraum, wenn sie am Anfang zu Jesus kommen. Und er zieht die Schrauben immer fester an, je weiter wir mit ihm gehen. Es ist keine Bestrafung, sondern weil er größere Herrlichkeit freisetzen will. Und diese größere Herrlichkeit erfordert einen verfeinerten und spezifischen, bewussten Gehorsam. Dankbarkeit hat eine heiligende, eine reinigende Wirkung. Sie entgiftet mein Herz und seine Verbundenheit mit verschiedenen Lebensbereichen. Ich erinnere mich, wie wir vor einigen Jahren hier eine alleinerziehende Mutter hatten. Ich habe später davon erfahren, sie hatte nur noch $4. Sie dachte, nun, ich werde am Sonntagmorgen kommen und mir bei Hebrews einen Kaffee holen und dann einfach sehen, was der Herr tut. Sie kam also hierher und war bereit, sich ihre Hebrews Herrlichkeit zu besorgen. Seien wir ehrlich, Herrlichkeit. Und sie hatte den Eindruck, nein, ich lasse es einfach bleiben, ich werde es in die Kollekte geben. Also nahm sie das, was für sie riesig, aber im Vergleich zur gesamten Kollekte unbedeutend war, und das war ihr Opfer. Danksagung soll ein Opfer sein. Und es ist kein Opfer, wenn es mich nichts kostet. Wenn ich $1,000 in der Tasche hätte und $10 weggeben würde, wäre das kein Opfer. Ich würde es nicht mal vermissen. Aber für die Frau, die $4 in ihrer Tasche hat und beschließt, sie in die Kollekte zu geben, ist das alles.
Was sie nicht wusste, war, dass es Vatertag war. Und wir am Vatertag gern alleinerziehende Mütter ehren. Und nachdem sie gerade ihre letzten $4 in die Kollekte gegeben hatte, ließ sich alleinerziehende Mütter aufstehen und wir segneten sie. Sie ging an diesem Morgen vollkommen überwältigt mit über $400 von hier weg, weil die Leute sie mit Geld überschütteten. Nun seien wir ehrlich, wenn das immer so funktionieren würde, dann wäre Gott der Spielautomat, der jede Woche sagt, hier sind noch viel mehr, tschatsching. Was der Herr tut ist, er schenkt ihnen diesen Durchbruch zu Beginn ihrer Reise, an den sie sich für den Rest ihrer Reise erinnern sollen, weil sie 10 weitere dieser Situationen erleben werden, in denen es keine schnelle Erlösung gibt. Die Erfahrung soll nicht dazu dienen, dass wir ihn durchschauen. Die Erfahrung soll unsere Herzen voller Liebe an den einen binden, der immer eine Lösung hat. In jeder Situation darf ich den Prozess herausfinden und auf diese Beziehungsreise gehen, um zu erleben, wie sein Durchbruch erneut kommt. Und in dieser Situation ist es Dankbarkeit. Es ist der konkrete Akt der Danksagung für genau das, was ich in meinem Leben am wenigsten mag. Es ist dieser Akt der Dankbarkeit, der mich befreit. In den letzten 6-8 Monaten hatte ich mehr herausfordernde Situationen als je zuvor in meinem Leben. Ich predige das zu mir. Das ist das Ergebnis meiner Frage. Was kann ich tun? Was soll ich tun? Was muss ich tun, um jeden Aspekt meines Lebens vollständig unter die Gnade und Zärtlichkeit des Herrn zu stellen? Ich will nicht, dass irgendetwas heraussticht, weil ich es ignoriert habe, weil ich meine Chance verpasst habe, weil ich mich einfach nicht danach gefühlt habe. Da ist etwas an Dankbarkeit. Im Alten Testament, in Nehemia 12 heißt es, dass Nehemia 2 große Dankchöre aufstellte. Tatsächlich hat das alles begonnen, nachdem David König wurde. Sie haben angefangen, Dankchöre zu ernennen, was bedeutet. Ihr seid beauftragt zu danken. Wartet nicht, bis ihr euch danach fühlt. Ihr müsst euch nicht danach fühlen. Ihr müsst es geben. Wenn es ein Opfer sein soll, wann ist es das größte Opfer? Wenn Ihre Lieblingsmannschaft soeben gewonnen hat? Oder Sie eine Gehaltserhöhung erhalten haben? Oder endlich in der Lage waren, dieses Haus zu kaufen? Das sind alles wichtige Zeiten, um zu danken. Es sei denn, Ihre Mannschaft hat gegen eine meiner Mannschaften gespielt. Alles wichtige Zeiten, um zu danken. Aber die kostspieligen Zeiten des Dankens, das sind die, wo Verlust ist. Danke. Es gibt einen schlechten Bericht. Sie hüllen ihn in Gnade. Ich danke dir, weil du größer bist als das. Ich weiß, dass du das in das Rezept einarbeiten wirst. Du hast es bereits getan. Du hast Dinge genommen, die ich verabscheue, und sie zu meinen Lieblingsdingen gemacht. Oysters and Pearls. Das ist es, was Dankbarkeit tut. Sie fängt unsere Momente ein. Sie fängt die scheinbar zufälligen Teile unseres Lebens ein, die leicht gegen uns arbeiten könnten. Aber wenn wir das ergreifen, was Gott zum Guten bestimmt hat, ich glaube in keinster Weise, dass wir je dankbar für das Böse sein sollen. Niemals. Niemals. Ich kann das Werk des Teufels nicht feiern. Aber ich kann es mir auch nicht leisten, beeindruckt vom Werk des Teufels zu leben, mein Leben in Reaktion auf das zu führen, was er gesagt oder getan hat. Es muss entsprechend Gottes Verheißungen sein. Meine Ermutigung an Sie heute ist, das sehr bewusst und mit voller Absicht zu tun. Sie müssen sich nicht danach fühlen. Im Königreich wird der emotionale Bereich durch Gehorsam trainiert.
Im Königreich wird die Gefühlswelt, unsere innere Welt, durch Gehorsam trainiert. Im Natürlichen, bevor sie zu Christus gekommen sind, haben sie getan, wonach sie sich gefühlt haben. Aber im Königreich ist es genau umgekehrt. Im Königreich tun sie Dinge, weil es richtig ist. Und das trainiert sie, was und wie sie fühlen sollen. Es erhöht ihre Sensibilität, sodass sie vertrauenswürdiger sind. Sind Sie okay? Als ich über den Tag heute Nacht gedacht habe, wollte ich eigentlich über eine Reihe von verschiedenen Werten sprechen. Aber ich kam nicht von diesem einen Ausdruck los. Ich werde nächste Woche noch einmal predigen. Vielleicht werden wir dann auf ein paar weitere zu sprechen kommen. Wir werden sehen. Ich habe den Eindruck, dass die größte Überraschungswaffe von allen, vielleicht vergleichbar damit, wie Gott Chöre vor der Armee in die Schlacht schickt. Das war eine unerwartete Strategie. Nun, das gilt auch für Dankbarkeit inmitten ihrer schlimmsten Situation. Es ist eine unerwartete Strategie. Nichts liegt außerhalb der Reichweite meiner Dankbarkeit. Stehen Sie bitte auf. Das ist vermutlich genug. Weil Dankbarkeit so zutiefst, mir ist gerade ein Erlebnis mit meiner Schwiegermutter eingefallen, als sie gestorben ist. Bevor sie ins Koma gefallen ist, sind ihr ganz spontan Dinge in den Kopf gekommen. Und die Familie hat sie aufgeschrieben, weil einige davon brillant und andere einfach nur komisch waren. Wenn sie zwischen zwei Welten sind, tendieren sie dazu, ja. Und sie wollte gleichzeitig zutiefst und froh sagen. Und stattdessen sagte sie, Tifo. Tifo. Also haben wir das als Familie geprägt. Das ist jetzt unser neuester Ausdruck. Wie geht es dir? Ich bin Tifo. Ich bin Tifo. Ich bin zutiefst froh. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie meine Familie mit T-Shirts herumrennen sehen, auf denen steht, ich bin Tifo. Die tiefe Auswirkung von Dankbarkeit ist, dass sie jede Situation, für die wir dankbar werden, verändert. Sie verbindet uns mit Hoffnung. Sie verbindet uns mit Hoffnung, weil Dankbarkeit auf das Wesen Gottes zurückkommt, auf den Bund, den er mit uns geschlossen hat, auf seine Verheißung, alle Dinge wirken zum Guten mit. Alle Teile des Rezepts wird er so verwenden, dass er erhöht und wir gestärkt werden. Das ist seine Verheißung an uns. Und die Dankbarkeit selbst gibt uns Hoffnung zurück, wo wir wenig Hoffnung haben. Lassen Sie mich für Sie beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns als Familie hilfst, mit dieser ungewöhnlichen Gnade, einer zutiefst frohen, einer Typhon, Fähigkeit, die überraschenden Dinge des Lebens anzunehmen, und sie dir mit Dankbarkeit hinzugeben. Wir erkennen an, dass du gut bist. Wir erkennen es an. Wissen Sie, wenn ich nicht bereit bin zu danken, dann vertraue ich tatsächlich mehr auf mich selbst als auf ihn. Und die Dinge haben sich in meinem Leben noch nie gut entwickelt, wenn ich auf mich statt auf ihn vertraut habe. Und so, Gott, bete ich, dass diese Erkenntnis auf uns als Gemeinde ruht, zur Ehre Gottes. Und gib uns an diesem Tag die besondere Gnade, die schwierigsten Bereiche unseres Lebens anzusehen und aufrichtig und voller Dankbarkeit deine Güte zu feiern. Ich bete dies in Jesu Namen. Amen. Amen.
Darf ich Sie alle bitten, an Ihrem Platz zu bleiben? Weil es diesem Moment helfen wird. Sie schulden mir noch 1 Minute und 48 Sekunden. Also nicht bewegen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Menschen hier im Raum und online sind, die nicht, wie die Bibel es bezeichnet, wiedergeboren sind. Sie haben nie dieses Erlebnis, diese Gottesbegegnung gehabt, Christus im Glauben anzunehmen, Sündenvergebung zu haben, zu erleben, wie der Heilige Geist in ihr Leben kommt und sie von innen heraus verändert. Aber sie hören heute zu und sie wissen, dass es Gott war, der dafür gesorgt hat. Und sie sind bereit zu sagen, Bill, ich will nicht abschalten, bis ich weiß, dass ich Frieden mit Gott gefunden habe. Wenn Sie das sind, dann schreiben Sie uns bitte jetzt einen Kommentar, weil wir für Sie beten und mit Ihnen diesen nächsten Abschnitt Ihres Lebens feiern möchten. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie das sind. Gott segne Sie. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht. Es ist die Tatsache, dass Jesus unseren Platz bei der Bestrafung von Sünde eingenommen hat, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens eintreten können. Ich lade Sie jetzt ein, Ihr Herz dem Herrn Jesus zuzuwenden und zu sagen, ich empfange dich als meinen Herrn und Retter. Ich wende mich von jedem Bereich meines Lebens ab, der dich nicht ehrt. Und ich lebe bewusst mit dem Ziel, dir zu dienen, dich zu ehren, zu feiern, wer du bist, als mein Herr, mein Retter.